Das Haus, der ontologische Fuß, erscheint nach der gestrigen Entscheidung der Jury im Jahre 2023 nach Christus in der Straße unter den Linden zu Berlin-Mitte. Es beinhaltet eine neu entwickelte Bautunika, die das Gefüge des Seilenden und die Grundstrukturen der Entstehungswirklichkeit ontologisch sowie körperlich offenlegt und durchbricht. Dieser Gegenstandsduktus ist in dem Werk weitgehend deckungsgleich mit dem, was nach traditioneller Terminologie Gestalteneindrang genannt wird. Er geht aber zwei Schritte weiter. Das Haus induziert die Systematik grundlegender Typologien von Entitäten, konkrete, abstrakte Gegenstände, Eigenschaften, Sachverhalte, Ereignisprozesse in ihrem strukturellen Formgefüge. Mathematische Herleitungen zu den ordinären Wissenslücken. Wer ist der Wohnende? Was ist der Erschaffende? Oder hat der Ort einen Anfang? Werden verdürftige Laien in einem inkludierenden Rundgang durchleuchtet und eins zu eins im Detail erklärt? Das Wachsen und Werden hat hier eine zusätzliche Dynamik. Es bleibt nicht bei den rudimentären Fragen. Was ist das Leben? Oder was ist das Bleiben? Da sowohl die profunde Erwartung innerhalb von materiellen, immobilen Systemen verbunden mit der Dualität von Gewesenem und Gewordenem, also auch die Thematik des diametral bewusst und oder intuitiv seiend Werdens, letztendlich mit einer geradezu natürlich wirkenden Leichtigkeit vermittelt wird, so dass es für Mensch gut sein muss. Never.
Was?